Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Webinarteilnehmer, einen herzlichen oder ganz schönen guten Abend zu unserem heutigen Webinar. Ich begrüße Sie im Namen von Links. Direkt einmal eine Frage an Sie gerichtet, ob der Ton so passt, ob Sie mich klar und deutlich verstehen. Wenn ja, bitte einen kurzen Vermerk hier im Chat, damit wir wissen, dass Sie mich alle gut verstehen. Das scheint der Fall zu sein. Bild und Ton werden übertragen. Sehr schön. Dann nochmal im Namen von Linksbroker ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Philipp Bruns. Ich begleite heute das Webinar vom Herrn René Bertheit. Es geht um das kurzfristige Index-Trading mit Futures. Da wird gleich der René zu diesem Thema Sie die nächsten 60 Minuten unterrichten. Ganz kurz vielleicht zu René selber, zu seiner Person. Also er ist seit vielen Jahrzehnten schon als Trader und Händler unterwegs und eben insbesondere auch im Bereich Futures und Index-Futures. Also perfekt, ja, letztlich für das heutige Webinar. Dann noch eine letzte Bitte von meiner Seite. Wenn irgendwelche Fragen auftauchen sollten oder Unklarheiten vielleicht auch bestehen sollten, gerne hier diese Chat-Funktion nutzen. Ja, dann schauen wir uns das an und werden dann die Fragen oder gerne auch auf die Fragen dann eingehen, sofern es denn dann auch die Zeit natürlich zulässt. Aber wir versuchen selbstverständlich da sämtliche Fragen auch dann zu beantworten. Ja, dann übergebe ich an der Stelle an den René Bertheit und wünsche Ihnen viel Spaß mit dem Webinar. Ja, dann nehme ich mal das virtuelle Mikrofon in die Hand und begrüße Sie natürlich auch recht herzlich zum heutigen Webinar. Freue mich, dass Sie dabei sind. Und wie der Philipp schon gesagt hat, soll es jetzt um das kurzfristige Index-Trading mit Futures und Co. gehen. Und ich habe natürlich auch wieder ein bisschen Zeit eingeplant für Fragen. Das machen wir dann im zweiten Teil auch der heutigen Veranstaltung. Denn es wird vorläufig erstmal im Rahmen der Reihe hier bei Links mein letztes Webinar sein. Und insofern möchte ich natürlich dann auch einen runden Abschluss für diejenigen geben und einen runden Abschluss dort ermöglichen, die auch die anderen Webinare geschaut haben. Nebenher haben Sie hoffentlich schon den Disclaimer wieder mal gelesen. Denken Sie bitte daran, Trading ist Risiko. Wir haben keine Glaskugel. Sicherheiten gibt es an der Börse nicht. Sie traden auch auf eigenes Risiko. Und auch das, was Sie hier im Grunde hören, ist nicht, ja, obliegt nicht irgendwelche Gesetzmäßigkeiten oder ähnliches, sondern Sie müssen das immer für sich selbst auch prüfen. Das heißt, eine Gewährleistung und Co. ist natürlich da nicht möglich. Börse ist ein dynamischer Prozess und natürlich stellt auch das, was wir hier besprechen, nur meine Meinung, meine Erwartung, meine Herangehensweise dar und nicht irgendetwas anderes. In diesem Sinne freue ich mich auf das Webinar heute, einfach weil es natürlich auch mein Steckenpferd ist, das kurzfristige Trading. Das ist das, was ich gerne mag, wo ich zu Hause bin. Und ich möchte im Grunde, bevor wir uns da so ein bisschen in die Details stürzen, kurz mal beleuchten, warum Sie vielleicht hier sind, einfach weil das auch tendenziell wichtig ist, um das, was wir gleich besprechen, zu verstehen. Ist sicherlich nicht ganz einfach, in 60 Minuten das unterzubringen, was man in 20 Jahren und mehr an der Börse gelernt hat. Ich werde mich da ein bisschen fokussieren und hoffe dann natürlich auch in dem, was wir besprechen, Ihnen ein bisschen was mit auf den Weg geben zu können, dass Sie dann auch für das eventuell eigene Trading nutzen können. Insofern sind die Gründe schon mal relativ wichtig, warum man eventuell hier ist. Der eine ist vielleicht hier, weil er einfach nur Interesse am Kurzfrist-Trading hat. Und der andere, wie gesagt, möchte dasselbe auch in sein eigenes Trading integrieren. Damit es da aber nicht zu Problemen kommt, müssen wir im Vorfeld etwas klären. Reines Interesse, gut, da kann man viel erzählen. Das ist unter Umständen spannend. Man hört gerne zu und so weiter und so fort. Aber für diejenigen, die auch im Grunde das, was wir jetzt gleich besprechen, so ein bisschen eruieren wollen, ob man das selbst anwenden kann und so weiter und so fort, für diejenigen gibt es natürlich noch ein paar Dinge, die man berücksichtigen muss. Und diese Dinge haben Sie im Grunde schon kennengelernt, zumindest dann, wenn Sie die vorangegangenen Webinare mit mir gehört haben und dabei waren. Wir haben uns in den Webinaren ganz intensiv um ganz viele Dinge gekümmert. Wir haben Futures uns angeschaut. Wir haben uns angeschaut, was Futures sind, Vor- und Nachteile. Wir haben die Gebührenstrukturen etc. dort erläutert.
Aber wir hatten eben auch Themen beziehungsweise Webinare zu Themen wie Mindset und Psychologie. Da ging es um die Frage, Börse richtig zu verstehen. Wie funktioniert Börse allgemein? Was steckt dahinter? Gibt es da Gesetzmäßigkeiten und so weiter und so fort? Was so ein bisschen auch die psychologische Schiene, die natürlich eine sehr starke Rolle für den Erfolg im Trading spielt und die im Grunde dann auch zum nächsten Punkt führt, nämlich zu der Tatsache, auch das haben wir uns angeschaut, der Trading-Nische. Ja, es ist toll, Kurzfristhandel zu betreiben. Aber nicht jeder ist dafür geeignet. Auch schon von den Rahmenbedingungen her. Und das sollte man wirklich immer im Hinterkopf behalten. Ich habe so viele erfolgreiche Trader kennengelernt, die jahrelang versucht haben, irgendjemanden oder irgendetwas zu kopieren, für das sie einfach nicht geeignet sind. Lassen Sie es, dann nutzen Sie eher Ihre Stärken und Schwächen, nutzen Sie den für Sie selbst richtigen Ort, den richtigen Zeit und den richtigen Markt. Das ist sehr, sehr wichtig, weil wenn Sie dort, ich sag mal, perfekt aufgehoben sind, eine perfekte Mischung für sich gefunden haben, dann werden Sie feststellen, dass das Problem der Psychologie gar nicht so stark zum Tragen bei Ihnen kommen wird. Sie werden in Ihrer Trading-Nische zum Beispiel von Natur aus viel disziplinierter sein. Insofern ist natürlich der Kurzfristhandel, sollte man einfach dran denken, ein Intraday-Handel, ein schneller Handel. Beste Beispiel dabei ist immer, ich finde es toll, wenn jemand sich unheimlich für das Intraday-Trading begeistert. Aber um das Intraday-Trading zu lernen, braucht man halt auch Übung. Und wenn man dann Berufskraftfahrer ist und quasi den ganzen Tag über mit seinem LKW auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, dann möchte man am besten nicht unbedingt auf den Desktop gucken, um Intraday-Trading im Minutenchart zu betreiben. Das ist nicht nur für die Umgebung nicht gesund, sondern auch für die eigene Gesundheit schädlich. Das macht keinen Sinn. Und da fällt es dann schon schwer, also da muss man dann, wenn man dann selbst noch Kurzfristhandel betreiben möchte im DAX und Co., da muss man da Lösungen finden. Und das ist das, wo Sie wirklich aufpassen müssen, was ich damit meine, wenn wir um das Thema Trading-Nische oder über das Thema Trading-Nische gesprochen haben. Also daran bitte denken. Können Sie das integrieren? Wollen Sie das integrieren, was wir gleich besprechen? Und für sich dann auch den Mut haben, mal zu sagen, nee, das mache ich ein bisschen anders. Weil am Ende sind Strategien auch nichts anderes als Linien im Sand, die uns eine gewisse Orientierung geben. Und der dritte Punkt, auch das haben wir besprochen, ist natürlich auch nochmal sehr, sehr wichtig, Risiko- und Money-Management und alles, was dazugehört. Portfoliobildung, wir haben verschiedenste Märkte kennengelernt, wir haben verschiedene Futures besprochen, wir haben Micro-Futures besprochen, auch die großen Futures immer mal wieder anklingen lassen. Und das sind ja alles Themen im Risiko- und Money-Management, wo man sich fragt, ja, warum handle ich oder handelt der René Bertha dies, sollte ich das auch tun? Der DAX Future kostet nun mal 25 Euro pro Punkt. Und das ist unter Umständen bei einem 20-Punkte-Stopp oder 30-Punkte-Stopp extrem teuer. Weil dann ist es pro Kontrakt, sind das mal locker 500, 750 Euro. Da man auch noch 4, 5, 6 Kontrakte handeln soll. Ich glaube, das sprengt dann den Kontorahmen vieler privater Trader. Und das muss man einfach auch immer wieder berücksichtigen, wenn man sich die Frage stellt, was handle ich? Denn logischerweise kann man gewisse Dinge auch auf andere Märkte, auf Micro-Futures übertragen. Das ist überhaupt kein Thema, muss aber eventuell gewisse Anpassungen vornehmen. Und diesen Mut muss man natürlich dann haben. Und das Zweite, was sehr wichtig ist, wenn wir gleich uns so ein bisschen um meine Setups, mein Vorgehen etc. kümmern und ich da einen Einblick gebe, ist grundsätzlich mal zu verstehen, wie ich vorgehe. Und da gibt es im Grunde zwei große Unterschiede, nämlich das diskretionäre Trading und das Systemtrading. Und viele Leute denken immer, Profis handeln nach System. Machen sie auch. Aber es gibt dort einen kleinen, aber feinen Unterschied zwischen dem Wortsystemtrading und dem diskretionären Trading. Ja, ich handle eine Strategie und ja, ich handle, wenn Sie so wollen, für mich ein System. Aber wenn man die Frage sich stellt, ob ich das kopieren kann, dann ist das eigentlich nur dann möglich, wenn ich wirklich reinstes Systemtraining betreibe. Und reinstes Systemtraining bedeutet, dass alle, aber auch wirklich alle meine Regeln mathematisch exakt definiert sind. Das ist ein ganz, das mag jetzt, ich sag mal, wissenschaftlich klingen, aber das ist ein himmelweiter Unterschied. Und das sollte man auch wortwörtlich nehmen. Denn mathematisch exakt heißt, dass 0,0000001 ist nicht das gleiche wie 0,0000000001.
Inhaltlich ist es das Gleiche, aber nicht mathematisch exakt. Und damit wird schon relativ klar, dass man eigentlich nur Systemtrading, reines Systemtrading überhaupt kopieren kann. Weil nur dort sind die Regeln. Wenn ich sage, 1 plus 1 ist gleich 2, dann wird das jeder Mensch auf der Welt so ausrechnen, weil das eine klare Regel ist. Und zwar egal, ob er ja was für Rahmenbedingungen er hat oder was für eine Persönlichkeit er hat. Er wird zumindest die Regel genau erkennen. Und damit kann sich auch jeder zumindest theoretisch kopieren. Ob er dazu personell in der Lage ist, das hängt wieder von seiner Persönlichkeit ab, von seinen Rahmenbedingungen. Aber zumindest, wenn man ihn dazu zwingt, kommt er im theoretischen Rahmen auf das gleiche Ergebnis. Das Problem bei diesem Systemtrading ist, das ist ja das, was viele wollen. Wenn sie einen Profi zuhören, dann denken die meisten, das ist ein Systemtrader. Der hat eine Strategie, aber der hat eigentlich nahezu keiner der normalen Profi-Trader aus dem privaten Bereich, die Sie und so weiter auch kennen. Markttechnik, Elliott-Wellen und so weiter. Das sind alles keine Systeme, weil die nicht mathematisch exakt sind. Die einzigen, die man vielleicht so von Begrifflichkeiten her kennt, ist der Algo-Trader, der mathematisch exakt arbeitet, aber kein anderer. Und das andere sind alles die diskretionären Trader. Und das Problem, warum machen so wenige Systemtrading? Ist ganz einfach, die Börse ist dynamisch. Das heißt, die Börse verändert sich immer und immer und immer wieder. Und was im System gestern funktioniert hat, muss heute nicht mehr funktionieren. Das ist also auch nochmal ein Problem. Selbst wenn man Systeme lernt und kopiert, muss man auch lernen, Systeme zu entwickeln und anzupassen. Weil sonst nützt einem das beste System nichts. Und das macht das Ganze nochmal ebenfalls wieder dann komplizierter. Und auch das kann ich Ihnen schon sagen, ich habe sehr, sehr viel mit dem Computer getestet und das Wenigste im System ist profitabel. Und schon gar nicht so profitabel, wie man sich das eventuell gerne wünscht. Und damit sind wir in dem Bereich, den wir uns auch anschauen wollen, nämlich das diskretionäre Trading. Das heißt, mein Regelwerk, meine Setups, meine Strategien haben immer einen Interpretationsspielraum. Und das große Problem bei Interpretationen ist, die können, egal wie sie sich anstrengen, Interpretationen nicht kopieren. Wir können uns 20 Mal mit 20 Leuten vor ein und dasselbe Bild stellen und je nachdem, ob unsere Gefühlslage eine andere ist, ob wir gerade eine andere Brille aufhaben, also im wahrsten Sinne des Wortes, wir werden die Dinge nicht exakt in jedem kleinen Detail genauso wiederholen wie bei den anderen 19 Malen zuvor. Und das ist eben im Grunde das, was diskretionäres Trading ausmacht. Das heißt, bei meinen Regelwerken, bei meinen Strategien handelt es sich um Rahmenbedingungen. Und diese Rahmenbedingungen, um die soll es, wie gesagt, heute gehen. Und da wird schon automatisch, wenn Sie diese beiden Vergleiche ziehen, sollte sehr schnell deutlich werden, dass Sie können oder dass Sie diese Regeln natürlich für sich nutzen können, aber sie müssen lernen, ihre eigenen Interpretationen dazu zu schaffen. Die Grundidee, die werden wir uns heute anschauen, für ein, zwei Geschichten. Aber das Anwenden in der Praxis, da können Sie sich drehen und wenden, wie Sie wollen. Da müssen Sie sich hinsetzen, einen Chart nehmen und üben, 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 üben. Hoch und runter. Immer wieder dasselbe. Das gilt nicht nur für mich, deswegen habe ich die Einleitung auch gemacht, sondern das gilt für nahezu 99% aller Bücher, Seminare, Webinare, die Sie besuchen. Weil die wenigsten Trader reine Systemtrader sind. Und dann kommt oftmals nämlich der Punkt, wo die Leute sagen, verstehe ich nicht, was ist denn das für ein bescheuertes Buch gewesen oder für ein bescheuertes Seminar, so viel Geld ausgegeben. Und am Ende funktioniert die Strategie nicht. Ja, weil die Leute Systemtrading mit diskretionärem Trading verwechselt haben. Und es ist tatsächlich, das habe ich oft genug erlebt, auch als Coach, dass was für den Trader funktioniert, aber für den, der es lernen will, nicht, weil er eben anders interpretiert. Und da muss man sich darauf einstellen. Das vielleicht einleiten vorweg. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, einfach um auch hier in den nächsten Minuten nicht zu viel zu viel Zeit zu verschwenden. Ich kann Ihnen sagen, bei mir war es nicht nur Zeit, sondern Geld, weil ich den Unterschied damals in meiner eigenen Trading-Lernzeit nicht erkannt habe und dementsprechend auch einfach immer alles versucht habe, stur nach Regeln umzusetzen und dann gemerkt habe, hä, ich verliere ja, kann doch nicht sein. Und dann ist quasi dann, bis man da so den Knall draus hat und die richtigen Schlussfolgerungen gezogen hat, naja, vergeht halt auch ein bisschen Zeit. Gut, soweit dazu. Kommen wir dann jetzt zu dem, was wahrscheinlich die meisten dann auch wirklich interessiert. Nämlich die Frage, was sind meine Handelsbausteine und so weiter und so fort. Und nun kommt natürlich der Punkt, 60 Minuten Zeit, so viel
Infos unterzubringen. Ich muss mich ein bisschen fokussieren. Das heißt, ich möchte Ihnen so die Grundbausteine meines Trainings mit aufzeigen und auch kurz erläutern. Und zwar, als erstes geht es mal um den Markt und den Zeitrahmen. Und da haben wir es ja schon, ich meine, das ist auch das heutige Thema, Indexhandel kurzfristiger Natur. Und das heißt, ich bin natürlich im Intraday-Bereich unterwegs und handle aktuell, weil es meine Arbeitszeiten am besten entspricht, eher den DAX, also den deutschen Markt. Das hat sich auch geändert. Ich habe vor Jahren auch nachts gearbeitet oder abends gearbeitet. Dann war es immer der US-Markt. Damals gab es den Micro-Dow noch nicht, sondern dann musste es der Dow gewesen sein. Und dann handelt man dementsprechend dort die entsprechenden Produkte. Man sucht sich also das Produkt aus, nämlich den Index, den ich handle. Das Gleiche gilt übrigens auch für Währungen. Auch die habe ich schon getradet, auch da kurzfristig. Also das Produkt hat sich immer so ein bisschen abgeändert, je nach meinen Rahmenbedingungen. Aktuell ist es schwerpunktmäßig tatsächlich der DAX, weil es eben tagsüber ist. Aber was tendenziell immer gleich geblieben ist, ist das kurzfristige Trading. Das heißt, meine Hauptbasis ist eigentlich immer wieder der Minutenchart. Da zieht's mich immer wieder rein, da fühle ich mich am wohlsten und muss ich auch ganz ehrlich sagen, am wohlsten, wenn es richtig volatil ist. Weil das macht mir am Ende am meisten Spaß im Kurzfristhandel, wenn ich reingehen kann in den Markt und 1, 2, 3 Minuten später wieder rausgehen kann. Wer sich jetzt in den letzten Wochen und Monaten mal so ein bisschen den DAX angeschaut hat, der wird festgestellt haben, na, der Bärzeit muss ganz schön gelitten haben, denn da war mit Volatilität lange Strecken nichts zu holen. Da waren wirklich zum Teil Kerzen dabei, Minutenkerzen, die 1, 2, 3 Punkte groß waren. Und dann wird's problematisch, weil dann wird die Volatilität zu klein, um so ein aggressives Scalping zu betreiben. Dann muss man tatsächlich ein bisschen länger denken. Dann wird auch der Intraday-Trader auf einmal so ein bisschen zum Swing-Trader oder sogar zum kleinen Trend-Trader. Aber das gehört einfach dazu. Oder aber man hält sich raus aus dem Markt. Trotzdem bleibt dieser Minutenchart tendenziell meine liebste Basis und konsequenterweise kombiniere ich das natürlich auch mit dem übergeordneten Bild. Obwohl ich den Minutenchart eben handle, ist es immer nicht ganz unwichtig zu fragen, wo stehen wir gerade, was haben wir für Bewegungen, was haben wir für übergeordnete Trends und so weiter und so fort. Also ein bisschen auch das Gesamtbild zu berücksichtigen. Aber da muss ich gestehen, das Ganze ist jetzt nicht so, gerade dieses Gesamtbild, nicht so kriegsentscheidend. Es geht dabei vielmehr darum, zum Beispiel mal zu sagen, okay, der Trend ist weit gelaufen, da könnten eventuell an diesen und jenen Widerständen könnten eventuell ein paar Probleme entstehen. Ansonsten ist nämlich für mich tatsächlich eher das, was gerade jetzt passiert, das Wichtigste. Und das beurteile ich im Grunde mit Markttechnik und mit den Marktteilnehmern, mit einem Blick auf den Marktteilnehmer. Das heißt, Markttechnik werden Sie vielleicht kennen. Der Vogt hat da vor einigen Jahren mal ein schönes Buch zugeschrieben, zumindest von der Grundstruktur her. Im Grunde geht es um nichts anderes, als dass wir Aktions- und Reaktionsmechanismen haben. Und wenn die Aktionsmechanismen so aussehen, dass wir tendenziell steigende Tiefs und steigende Hochs haben, dann haben wir einen Aufwärtstrend. Wenn wir das auf der fallenden Seite haben, fallende Tiefs und fallende Hochs, haben wir tendenziell einen Abwärtstrend. Mir geht es also wirklich rein um den Chartverlauf, rein um das Kursgeschehen, ohne große Trendlinien oder ähnliches. Man kann das natürlich auch mit gleitenden Durchschnitt machen. Egal wie, das Prinzip ist immer das gleiche. Es geht so ein bisschen zu gucken, haben wir einen Trend oder nicht. Und dann auch zu gucken, was ist das gerade im Intraday-Handel für einen Trend. Natürlich ist auch noch die Seitwärtsbewegung. Stichwort heute im deutschen Aktienindex beispielsweise. Und das gibt es natürlich auch mit den eher seitwärts laufenden Hochs und Tiefs. Und da stellt sich immer natürlich die Frage, was sind das für Trends? Sind das starke Trends? Sind das schwache Trends? Wer ist da gerade unterwegs? Im Kurzfristhandel gibt es eigentlich, ja, ich will das gar nicht so weit ausbauen, aber es gibt im Grunde verschiedene Marktteilnehmer. Es gibt den, nennen wir es mal FK, den Finalkunden, den Optionshändler. Es gibt den Arbitrageur, es gibt den Spekulanten oder nennen wir ihn Kurzfristhändler und dann gibt es noch sonstige. Bei den Händlern meine ich tendenziell institutionelle Händler, keine privaten Trader, weil die haben eigentlich keine Marktmacht, sondern es geht um die großen Big Boys. Und wir haben natürlich, weil wir Index betrachten, auch noch den Kassamarkt, also die zugehörigen Indizes, wo die Aktien gekauft werden. Das sind die Marktteilnehmer. Wenn ein Finalkunde kommt, kann man sich sicher sein, da ist der Trend stark, große Orders, viel Bewegung,
relativ geradlinig auch. Also sieht oftmals dann wirklich so aus. Mit solchem Push. Optionshandel, wir hatten gerade jüngst Verfallstermin, großer Hexensabbat. Da kann es je nach Konstellation sehr volatil werden. Arbitrageure sind die, die so ein bisschen Preisdifferenzen zwischen dem Index und dem Future ausgleichen. Kann immer mal zu kurzfristigen Sprüngen kommen. Und der Spekulant oder der Kurzfristhandel, das ist der, der eigentlich für die kleinen Bewegungen sorgt. Und nun ist es natürlich so, wir können am Chartbild oder in den Kursen, da meldet sich ja keiner. Hallo, ich bin hier. Hallo, ich bin dort. Das sehen wir nicht. Wir können aber so ein bisschen anhand der Verhaltensmuster sehen, wer da eher dominiert. Wenn wir eine große Order haben, ich habe heute im DAX zum Beispiel heute um 11 Uhr gesagt, dass das ist, also da das dürfte, könnte mit hoher Wahrscheinlichkeit erstmal das Tageshoch gewesen sein. Und wenn Sie raufgucken auf den DAX, dann werden Sie sehen, ja, da ist das Tageshoch auch tatsächlich gewesen. Im Dow kann man das auch machen, sind natürlich dieselben Marktteilnehmer, genauso wie in anderen Indizes sind die im Grunde die gleichen Marktteilnehmer vertreten. Was war der Grund? Der Hintergrund war ganz einfach, wir hatten einen sauberen Aufwärtstrend in dieser ähnlichen Form. Wenn man weiß, dass zum Beispiel größere Orders im Future-Markt tendenziell immer zu vollen Stunden auslaufen, einfach weil sie dürfen hinter Finalkunden stehen eigentlich nichts anderes als Fonds, Banken und so weiter und so fort. Und die sagen, ja komm, kauf mir mal 1.000 Futures oder 2.000 oder 5.000 Futures und mach das bitte bis 11 Uhr fertig, da will ich die Position haben. Und das war heute der Punkt. Wir hatten immer wieder ganz große Volumina gesehen in der Aufwärtsbewegung und dann war es kurz nach 11, hohes Volumina und das wurde relativ schnell wieder abverkauft. Das sah für mich aus, okay, da könnte, volle Stunde ist beendet, Volumen war hoch, bisher relativ dynamischer Trend, das könnte eventuell das Tageshoch gewesen sein vorläufig und war es dann am Ende auch. Das sind so ein bisschen kleine Spielereien, können wir uns auch nochmal ein bisschen anschauen. Aber diese Marktteilnehmer gibt es und die hinterlassen im Grunde ihre Spuren und ich frage mich halt, versuche so ein bisschen reinzuhören in den Markt, wer dominiert da das Ganze, wo sind Trends, wo sind Seitwärtsbewegungen. Und da habe ich schon gesagt, wie mache ich das zum Teil? Zum Teil sehr simpel, indem ich einfach so ein bisschen auf den Orderflow achte. Also ein bisschen auf das Volumen achte, große Kerzen achte und Volume Profile achte. Volume Profile ist im Grunde nichts anderes, als dass man, wenn wir jetzt hier uns mal das Orderbuch anschauen und den Handel anschauen, zum Beispiel im Dow, dann sehen wir hier das Orderbuch. Das sind die Limit Orders, die es dort gibt auf der Seite und die es dort im Grunde ja hier als Verkäufe Limit Sells gibt. Hier sind die Limit Buys. Das sind also die aktuellen Order und wir können also sagen, jawohl, hier zum Beispiel wollen 17 oder 18 oder 24 Leute bei diesen Preisen verkaufen. Hier wollen sie mit einer Limit Order kaufen. Und was Sie hier auf der Seite sehen, ist das Histogramm. Und dieses Histogramm ist im Grunde nichts anderes als das Volume Profile, dass man sich anschaut, okay, wo war, also hier kann man zum Beispiel sagen, in den letzten Minuten beziehungsweise in dieser Zeit, ich weiß jetzt gar nicht, ob das Fulltime ist, war hier auf diesem Bereich der bisher meiste Handel, weil da haben wir das größte Histogramm. Hier oben wurde auf der 72 zum Beispiel sehr, sehr wenig gehandelt. Und da kommt nämlich so ein Punkt ins Spiel, der Markt, ich weiß nicht warum, aber der Markt hat eine ganz spannende Tendenz, der sucht nämlich ständig nach Liquidität. Das heißt, der guckt immer, der läuft so lange in eine Richtung, so kann man sich das vorstellen, bis er auf Liquidität stößt. Bis er also auf, wo ist es jetzt nochmal? Bis er also auf irgendwelche hohen Volumina laufen und stößt, die sich da dagegen stellen und zwar ständig dagegen stellen. Und dann bleibt der Kurs stehen und dann sagt er sich, oh, da oben ist jemand. Ach, ich guck mal eventuell auf der anderen Seite nach. Und dann fällt er eventuell nach unten, bis er wieder auf Liquidität stößt. Das ist manchmal sehr spannend zu sehen, dass man einfach sagen kann, hier oben zum Beispiel lagen jetzt sind die wieder gelöscht, da muss man aufpassen, so einfach ist es natürlich auch nicht, aber hier liegen immer relativ hohe Orders. Und da gibt es, das wurde zum Teil von den Börsen auch verboten, Spiele, weil man immer wieder gemerkt hat, die Algos suchen nach dieser Liquidität und treiben damit den Kurs. Denn dann hat man hier oben zum Beispiel eine große Order hingelegt. Ich kann das jetzt ja mal virtuell machen. Wenn ich da jetzt 500, also 100 Stück mache, dann würde ich dort oben
Eine mega große, ja, geht jetzt nicht, oder geht schon, aber ich will sie nicht unbedingt unnötig reinhauen, dann würde ich da oben eine mega große Order hinstellen. Und dann können Sie sich wahrscheinlich, die wird ja auch gesehen von den Marktteilnehmern, und dann hat der Markt die Möglichkeit, dorthin zu laufen. Ist jetzt nur ein Demokonto, von daher macht es keinen Sinn. Wir werden das hier auch nicht sehen. Aber das wäre eben genau dieses Spiel, was dahinter steht. Markt sucht Liquidität. Da achte ich ebenfalls etwas drauf. Aber auch hier, es gilt immer wieder dasselbe. Dahinter steckt zwar eine Strategie, eine Logik, aber es ist kein fixes System und es ist garantiert auch kein heiliger Gral. Schön wäre es. Die Handelsplattform, weil ich das gerade lese, hier auf der Nebenseite ist die TradeStation, also TWS, und das ist die Handelsplattform, die Sie eben auch bei Lynx dazu bekommen und dazu haben. Die können Sie nutzen. Das ist Orderbuch-Trading, ist, wenn Sie hier in den Bereich gehen, auf zum Beispiel auch das der Dow, wenn Sie das zum Beispiel jetzt für den NQ, also für den Nasdaq brauchen, dann machen Sie hier auf Book Trader und dann müssen Sie das, können Sie das nutzen. Aber in der Regel, und das ist wichtig, bei Orderbuch nennt sich Level 2 und das muss man in der Regel dazu buchen. Oder man hat eben über bestimmte Trade-Rabatte und so weiter, kriegt man das dazu. Aber in der Regel ist es ein zusätzliches Datenpaket, was man braucht, zusätzlich zum normalen, ich sag mal, Kurs, Abo und Co. Also Orderbuch. Ein wichtiger Aspekt, Markt sucht Liquidität. Und dann kommt natürlich noch Sonstiges dazu. Zum Beispiel News. Wenn Trump twittert, dann kommt manchmal ein Push. Dann kommt, zum Beispiel lege ich mir ab und zu auch Alarme rein und habe auch eine Alarmfunktion drin, die programmiert ist, wann Volumen da ist. Dann höre ich, das hört sich bei mir an wie eine Eisenbahn, tut, tut. Und dann weiß ich, alles klar, da war gerade Volumen. Dann kann ich gucken, was für ein Volumen war. War es eine News, war es irgendwas? Und dann kann man, je nachdem, Volumen stoppt Bewegung, werden wir gleich auch nochmal kennenlernen, kann man dort entsprechend agieren oder nicht agieren. Ich gucke auch natürlich nach CRVs, ich habe auch tendenzielle Analyse-Trading. Also ich bin sowohl Setup-orientiert, aber eben auch doch zum Teil relativ diskretionär unterwegs. Und das sind so jetzt die grundlegenden Rahmenbedingungen, in denen ich mich bewege. Ich wollte Ihnen da so mal ein paar Schlagworte an die Hand geben. Wir werden uns zwei Details angucken. Mehr schaffen wir einfach nicht in der Zeit. Aber Sie haben natürlich dann mit den Schlagworten auch immer so ein bisschen ja, Punkte, wo Sie auch nochmal nachgoogeln können oder was auch immer. Zu meinem grundsätzlichen Tagesablauf. Der ist vielleicht auch noch ganz oder nicht ganz unwichtig. Denn ich bin ja bei der Börse Go auch tatsächlich beschäftigt und habe dort meine entsprechenden täglichen Aufgaben, die zu erledigen sind. Und da muss ich natürlich auch mein Trading in diesen Tagesablauf integrieren. Und mein Tag, ich bin nicht unbedingt der Frühaufsteher, ich bleibe lieber lange abends wach. Deshalb beginnt mein Tag zwischen 8 und halb 9. Dadurch, dass ich mich aber, und das ist vielleicht auch ein wichtiger Unterschied zu vielen anderen privaten Tradern, dadurch, dass ich mich natürlich beruflich über die Börse Go und als Trader so oder so, aber schon alleine zwangsweise, selbst wenn ich nicht traden würde, über die Börse Go, über Gottmo Trader, mit Börse beschäftigen würde, weiß ich immer, wo gerade, also man braucht mich nicht fragen, was der aktuelle Kursstand vom DAX oder DAU ist. Den kenne ich nicht. Aber ich weiß tendenziell, wie wir uns bewegen, wie die Strukturen aussehen, wie der Markt in etwa aussieht, was für Themen gespielt werden. Das ist durchaus klar. Das ist einfach drinne, weil man sich damit tagtäglich schon beruflich beschäftigt. Aber im Grunde geht es um 8, halb 9 los, dann kommt Vorbereitung, bisschen News lesen, mal gucken, was so passiert ist, und dann im Grunde Vorbereitung auf den Handelstag. Parallel dazu handle ich, also Handel auf der einen Seite, auf dem einen Monitor, wenn Sie so wollen, Arbeit auf den anderen Monitoren oder dem anderen Monitor, und das wird dann parallel gemacht. Deshalb arbeite ich natürlich auch relativ viel mit Alarmen, einfach damit ich nicht ständig auf den Kurs schauen muss und ein bisschen flexibler da in der Angelegenheit bin. Und falls jemand fragt, ja, obwohl ich 99,999% nur mich mit dem Thema Börse beschäftige. Selbst diese Diskrepanz zwischen, ich sag mal, Analystentätigkeit und eigenem Trading sorgt immer mal dafür, dass man auch einen Trade verpasst oder suboptimal handelt oder den Stopp zu schnell, zu abrupt, zu langsam, was auch immer nachzieht. Sprich, dass man nicht so gut, viel und perfekt tradet, als wenn man eventuell sich nur auf das Trading konzentrieren könnte. Aber, und das ist eben wieder wichtig, ich spule nochmal zurück, das ist meine Trading-Nische. Ich mag diesen Wechsel
Zumindest momentan. War auch schon mal anders. Ich habe auch Fulltime getradet. Aber zumindest momentan mag ich das. Ich mag es, mit Ihnen hier nicht den DAU zu handeln, jetzt privat für mich, sondern mit Ihnen ein Webinar zu machen. Es gehört für mich einfach dazu. Ich mag diesen Mix. Und dafür muss man tatsächlich auch ein bisschen, selbst wenn man an der Börse tätig ist, im weitesten Sinne ein bisschen Abstriche machen. Und wie gesagt, ich möchte dann auch zwei Setups mit Ihnen jetzt vorstellen, die ich kurz mit Ihnen besprechen möchte und wie ich das Setup durchgehe. Das eine ist das 1-2-3 Trading, so ein bisschen markttechnisch orientiert, und das andere ist Volumen stoppt Bewegung. Dazu, und das habe ich mir gedacht, ich könnte jetzt wieder viele Bilder und dann sieht das alles so toll aus, aber das will ich gar nicht, sondern ich möchte wirklich das Ganze mit Ihnen mal am Markt besprechen und mit Ihnen wirklich mal dort konkret in den Markt reinschauen. Also was haben wir dort, wo steht der Markt aktuell und was für Möglichkeiten haben wir vielleicht gerade aktuell, und dann auch an Beispielen das 1-2-3 Trading konstruieren. Also mein 1-2-3 Trading ist im Grunde nichts anderes, als dass ich, und das kennen Sie ja schon, als dass ich nach einer Struktur ausschalte. Das schaue, hier ist der Minutenchart auf der linken Seite, die so aussieht. Entweder so in einer Aufwärtsbewegung oder so in einer Abwärtsbewegung. Dabei, bei einem Aufwärtsmove, möchte ich, dass vorher eigentlich eher ein Abwärtstrend vorhanden ist, in Anführungsstrichen. Bei einem, wenn ich einen Short-Trade machen möchte, dann suche ich eher vorher, wenn es einen Aufwärtstrend gab. 1, 2, 3 deshalb, weil hier die 1 ist, hier die 2 und die 3. Ganz billiges Muster, ganz simples Muster, hier die 1, hier die 2 und hier die 3. Den Ausbruch handle ich dann, den handle ich in der Regel, also es variiert auch. In ruhigen Märkten nutze ich den Schlusskurs als Bestätigung im Minutenchart. Aktuell, weil wir ruhige Märkte haben, ja. Wenn es dynamisch ist, wenn es super läuft, dann nehme ich gerne auch den einfachen Durchstich darüber. Das ist aber in Range-Bewegungen, in ruhigen Märkten gefährlich, weil das führt zu oft zu Signalen, aber wird am Ende nicht genutzt. So, wie gehe ich dort vor? Ganz einfach, das Muster ist relativ simpel. Was ich aber für mich noch möchte, ist eine Wahrscheinlichkeit auf meine Seite holen. Wenn Sie Fragen zu dem Muster haben, können Sie das natürlich gerne stellen. Im Chart, oder bevor wir zu dem Setup kommen, noch weiter. Hier ist das Muster auf der Long-Seite mit diesem 1, 2, 3. Hier ist es auch auf der Long-Seite mit diesem 1, 2, 3. Haben wir eins auf der Short-Seite. Ja, das ist nicht schön, aber das wäre formal auch eins mit diesem 1, 2, 3 nach unten. Sie sehen also, die Markttechnik, die Struktur ist immer wieder mal super schön vorhanden und ist da. Und wenn wir jetzt hier den Long-Signal mal nehmen, entweder direkter Ausbruch oder den Ausbruch hier per Schlusskurs, dann sehen Sie, der Markt ist bisher relativ gut gelaufen. Und Sie sehen auch gleich das zweite Setup, Volumen, Stopp, Bewegung, aber dazu gleich mehr. Was für mich jetzt noch wichtig ist, wenn man dieses Setup nutzt, dann wird man dummerweise feststellen, dass es ständig hin und her geht. Und wenn man ständig hin und her handelt, ja, da freut sich der Broker, aber da freut sich das eigene Portemonnaie nicht unbedingt. Deswegen nutze ich bei diesem Setup, weil es auch einen gewissen systematischen Ansatz hat, einen entsprechenden Filter. Und der Filter ist relativ simpel. Und zwar schaue ich tatsächlich, wie der Markt, in diesem Fall ja, wie gesagt, zum Beispiel der DAX, der DAU ist offen, da aber analog, wie der Markt reinkommt gegenüber gestern. Also ich fange in der Regel ja um 9 Uhr an mit der Eröffnung, mir mein Trading anzuschauen und möchte am liebsten um 12 Uhr fertig sein und dort nichts mehr machen. Und das bedeutet für mich, ich schaue, wo eröffnet der Markt heute in Relation zu gestern. Wenn ich einen Aufwärtsgap sehe, egal wie groß das ist, dann handle ich, und das ist im Unterschied zu dem, was in vielen Büchern steht, tendenziell in Gap-Richtung. Wenn ich ein Abwärtsgap sehe, handle ich tendenziell ebenfalls in Richtung des Gaps, also nach unten. Das heißt also, wenn wir ein Aufwärtsgap sehen im Chart, dann möchte ich eine Long-Position eröffnen. Oder dann suche ich nach 1, 2, 3 Böden. Wenn ich eine bärische Eröffnung habe, dann suche ich nach 1, 2, 3 Top-Formationen. Einfach um auch ein paar Signale zu filtern. Welcher Hintergrund steht dahinter? Zuletzt in den letzten Monaten war es, und auch längerfristig ist es tendenziell so, ja, die Kurse und Gaps können geschlossen werden, aber mein Ziel ist ja nicht sofort mit dem Eröffnung Long oder Short zu gehen, sondern ich warte ja bei einer positiven Eröffnung
erst einmal ab, ob sich solch ein Muster etabliert. Und perfekt ist es doch, wenn das Gap geschlossen wird und der Markt dann nach oben durchläuft. Das ist das, was ich suche, weil, nehmen wir mal an, ich lösche mal alles, ich hoffe, ich kann ein bisschen rumzeichnen hier. Nehmen wir mal an, dass der Schlusskurs gestern, das ist der Schlusskurs heute. Dann ist es tatsächlich so, dass der Kurs oftmals das Gap schließt. Aber diese Eröffnungsphase ist halt auch ein Punkt, wo man sagt, jawohl, statistisch gesehen 55-60% Chance, dass wir entweder im Tagesverlauf oder sogar per Schlusskurs darüber schließen. Das heißt, wir haben für den eigentlich gesamten Handelstag eher eine bullische Tendenz. Deshalb nutze ich diesen Anstieg nach oben. Das Ganze ist zum Beispiel im DAX tatsächlich mit einer Wahrscheinlichkeit von 57,x%, dass wir das so beenden. Das ist nicht gigantisch, aber das reicht mir, um einen gewissen Filter anzusetzen. Hat zum Beispiel heute nicht so gut funktioniert, muss man dazu sagen. Aber es ist ein Filter und er sorgt dafür, dass ich da eine gewisse Wahrscheinlichkeit auf meine Seite ziehe. Das heißt, selbst nach Gap Close suche ich, ob der Markt einen Boden ausbildet und werde dann dort einsteigen. So, bei der Bodenausbildungsformation hat sich jetzt, wie gesagt, ich trade ja momentan eher den deutschen Index, aber das lässt sich sehr simpel auch auf, also das Prinzip lässt sich simpel auf den Dow übertragen. Der Unterschied ist der, bei den Kurszielen muss man ein bisschen aufpassen. Da, die sind nämlich zum Teil ein bisschen anders, aber das stört nicht. Das kriegt man relativ schnell raus, indem man sich das mal für die letzten Tage, Wochen anschaut. Und zwar ist es so, dass ich momentan in einem Bereich von 20 bis 30 Punkten im DAX meine Gewinne mitnehme. Das ist eine Art Swing-Trade. Warum nehme ich dort in diesem Bereich die Gewinne mit? Ganz einfach, weil sich im September der Erwartungswert in diesem Bereich als am höchsten rausgestellt hat. Wir haben halt keine mega großen Bewegungen gehabt. Zumindest nicht oft genug, als dass man hier 30, 40, 50 oder 60 Punkte anstreben sollte. Das ist in volatilen Zeiten wieder anders, aber momentan ist das nicht so volatil und deshalb sind diese kleinen Kursziele, relativ kleinen Kursziele, die, die in der letzten Zeit am besten funktioniert haben und dann wende ich das auch an. Das, wie gesagt, diese Ziele, die deswegen macht das auch nochmal der Hinweis zu dem diskretionären Teil. Deswegen habe ich das vorhin angeführt, weil diese Ziele liegen, wenn wir in einer volatilen Phase sind, höher. Wenn es noch weniger volatil wird, muss ich die Ziele nach unten anpassen, weil der Markt da nicht hinläuft. Und das ist das, was man eben einfach so ein bisschen auch berücksichtigen muss. Deswegen macht es keinen Sinn, das als starres System zu nehmen. Deswegen ist es auch überhaupt kein Problem, das Ganze auf den Dow zu übertragen, weil die Mechanik dahinter ist die gleiche. Wir haben hier den Einstieg und ich werde meinen Trade mit den entsprechenden Zielen, weil die Volatilität im DAX ist ein bisschen höher. Nehmen wir mal an, da sind es dann 30 bis 40 Punkte. Das ist jetzt völlig aus der Luft gegriffen. Bitte nicht kopieren, aber einfach aus der Luft gegriffen. 30 bis 40 Punkte. So, dann steige ich hier ein. Ziele steht, warum ich diesen Filter nehme. Nehmen wir jetzt mal, weil wir es im Chart sehen einfach, habe ich auch erklärt, es geht um diesen Gap-Filter, den Tagesfilter. Ist eine relativ einfache Logik. Und wo lege ich meinen Stopp hin? Mein Stopp liegt in der Regel unter dem letzten Tief. Markttechnischer Ansatz. Dann werde ich hier, Sie sehen es, ausgestoppt. Gar kein Problem. Bei einem Ausstopper nutze ich Re-Entries und steige nochmal an derselben Stelle ein, wenn wir den entsprechenden Push nach oben kriegen. Das heißt, wir haben hier den Ausstopper auf der Unterseite. Ich sehe, dumm gelaufen, nur ausgestoppt in Anführungsstrichen. Okay, dann muss ich nochmal rein und dann habe ich dasselbe Spiel. Der Markt läuft bis hier oder Einstieg hier, Stopp wieder hier unten. Und jetzt, das ist wirklich, stelle ich ihn auch vor, weil er einer meiner zumindest momentanen, auch das wird nicht ewig funktionieren, aber einer meiner momentanen Setups ist, was relativ klaren Regeln folgt. Und dementsprechend habe ich hier das Risiko von in diesem Falle, ja, was sind es, 15 Punkten im Dow. Und warte und hoffe natürlich, dass der Markt dann hier seine 20, 30, 40 Punkte macht. In der Spitze haben wir schon mal 20 Punkte im Gewinn gelegen. Das ist auf alle Fälle schon mal mehr als ein CRV von 1:1. Wie gesagt, und man kann dann, ich arbeite dann auch tatsächlich mit Teilausstiegen, dass ich mich raustriggern lasse. Jetzt kann es sein, ich weiß momentan nicht genau, wie die Volatilität im Dow ist. Jetzt kann es natürlich sein, dass diese Bewegung dort dass die Volatilität ebenfalls gering ist und dass ich vielleicht schon angefangen hätte, ebenfalls bei 20 bis 30 Punkten meine Teilgewinne mitzunehmen. Dann hätten wir hier schon den ersten Teilgewinn gesehen. Letztendlich aber versuche ich, die Position eben so lange zu halten wie möglich. Und ja,
Heute zum Beispiel hatte ich einen Versuch auf der Short-Seite und das habe ich gesehen, weil so sieht tendenziell ein Trade aus, der gut läuft. Ich steige ein und der Markt läuft weiter. Zumindest für eine gewisse Zeit. Hier steige ich ein und was sehe ich? Sofort kriege ich eins auf die Mütze. Es ist nicht so schön, es ist nicht so gut, es ist nicht so ein guter Trade. Das heißt, wenn es dann zum Teil zu lange dauert, wenn ich nicht in den Gewinn komme, dann gehe ich auch relativ, und da kommt dann die Interpretation und die Erfahrung ins Spiel, dann gehe ich halt früher raus. Gelingt mir das immer perfekt? Nicht. Nein, bei weitem nicht. Oft genug ausgestiegen und ja, das war die richtige Entscheidung, aber auch oft genug ausgestiegen und der Markt lief danach weiter. Gehört einfach dazu. Ich habe keine Glaskugel, sondern es ist immer so ein Abwägen, Chance, Risiko. Und das hängt so ein bisschen auch vom Tagesverlauf ab und so weiter und so fort. Ja, wie ich dort agiere. Also im Grunde Interpretation. Aber das Grundprinzip bedeutet im Grunde, ja, die Basis ist einsteigen, Ziele anvisieren, nichts verändern. So können Sie, wenn das Setup interessiert, mit dem entsprechenden Filter können Sie auch anfangen. So schauen Sie sich das an, üben Sie diese Muster und dann werden Sie selbst schon ein Gespür dafür bekommen, ah, das sieht gut aus, da kann ich mal die Position offen halten, ah, das sieht nicht so gut aus, dann nehme ich mal einen Teilgewinn mit oder. Gibt ja ganz viele Möglichkeiten. Die Position läuft noch, wie gesagt, jetzt von der Struktur her. Jetzt sehe ich hier zum Beispiel, das wäre das zweite Setup, man kann das auch kombinieren, Volumen, Stopp, Bewegung. Wenn ich jetzt auch weiß, die Volatilität im DAO ist zuletzt nicht so hoch gewesen, dann wäre das ja eine Möglichkeit, hier einen kleinen Teilgewinn mitzunehmen und dann abzuwarten. Was ich nicht mache, ist reines Trailing-Stopp für alle Positionen. Das lasse ich eher außen vor, weil ich sage mir, dieses Setup, diese Strategie versucht eher höhere CRVs zu handeln. Das lebt nicht unbedingt von der gigantischen Trefferquote, sondern das lebt, dieses Setup lebt von der eher vom hohen CRV, den ich damit versuche zu erzielen. Weil es kann ja auch sein, dass der Markt da ordentlich läuft. Steigst du immer über den Punkt 2 ein? Ja, in diesem Fall ja. Bei diesem Setup ja, aber das ist ja nicht mein einziges Setup. Also ja, bei diesem Setup. Aber immer im Sinne von immer? Nein, natürlich nicht. Weil es hätte auch passieren können, dass ich das hier zum Beispiel shorte. Gibt es sonst noch zu dem Setup Fragen? Weil mehr steckt da nicht hinter. Was ist die Regel? Regel ist Filterung über die Eröffnungsphase. Dann in Richtung des Trendfilters 1, 2, 3 suchen. Und diese 1, 2, 3 im Grunde mit einem, mit einem relativ fixen Ziel, mit einem Zielbereich handeln. Der Zielbereich, den ermittle ich auf Basis von Volatilitätsanalysen, von Monatsanalysen und wie gesagt, aktuell sind das eben diese 20, also genauer gesagt sind es eigentlich sogar um die 25 bis 30 Punkte. Ich habe es heute ein bisschen angepasst nach unten, weil ich auch ein bisschen gegen den Trend unterwegs war, denn heute war mein Filter in diesem Setup nämlich auf Short und das ist natürlich, da war ich einfach falsch unterwegs. Glücklicherweise gab es aber auch nicht so viele Signale, die man da handeln konnte auf der Short-Seite mit diesem Setup, sodass das okay ist. Ich war halt nur nicht dabei, zumindest nicht mit dem Setup in irgendeiner Bewegung. Und das war ja auch gut, weil Short war tendenziell verkehrt. Aber das ist so im Grunde die Basis des simplen Setups. Gibt nicht viel zu erzählen und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, so läuft der Börsenalltag eines Traders ab, eines Profis ab, langweilig ohne Ende. Da ist nichts spannend, da ist nichts Action, da ist nichts philosophierend, da ist nichts, also wenn man Action hat und emotional agiert, dann hat man irgendwas falsch gemacht. Das ist einfach, ja, Business as usual. Gelingt mir natürlich auch nicht immer. Gibt schon mal die Tage, wo man mal mit der Faust auf den Tisch haut, weil der Markt mal wieder irgendwelchen Quatsch macht. Aber das gehört einfach dazu. Man muss es akzeptieren, man darf mal mit der Faust auf den Tisch hauen, aber man darf am Ende nicht das Ganze mit irgendwelchen Sinnlos-Trades dann kontern wollen, weil das ist Kämpfen gegen den Markt, das macht keinen Sinn. Und auch von der Seite aus vielleicht ein kleiner Tipp für die Praxis, gehen Sie viel mehr davon aus, dass jederzeit alles passieren kann, dass vieles zufällig ist, als dass Sie zu viel irgendwelche Systeme, irgendwelche Gesetzmäßigkeiten dort erkennen wollen. Es frustriert einfach nur, wenn Sie sagen, der muss doch aber steigen, weil ich habe so viel Geld und so viel Zeit in meine Analyse gesteckt und der Markt fällt.
frustriert nur. Wenn Sie von Natur aus die Einstellung haben, das ist so ein bisschen wie Pokern, so ein bisschen mit Zufall, so ein bisschen mit, es kann jederzeit alles passieren, dann wundert es Sie nicht, wenn Sie ausgestoppt werden. Dann ist es halt so. Dann nehmen Sie den nächsten Trade, handeln Sie diszipliniert Ihre Setups und das war's. Gut, ich sehe, Fragen sind da nicht mehr aufgetaucht zu diesem Setup. Wie gesagt, heute im Handel habe ich dazu keinen Trade gekriegt, weil ich einfach mit der falschen Filterung unterwegs war und dann war es auch 12 Uhr und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich habe aber einen Trade heute gehabt und zwar ging das genau der Trade, den wir hier auch sehen, den man hier ansetzen konnte, der aber ein bisschen anders hat, anders lief. Und zwar Volumen, Stopp, Bewegung. Wenn Sie im Chart hohes Volumen sehen, und zwar deutlich höheres Volumen als der Durchschnitt, dann ist das immer wieder mal ein Punkt, wo Sie sich fragen sollten, was ist da passiert? Also wir sind jetzt beim zweiten Setup, Volumen, Stopp, Bewegung. Was ist dort passiert? Was kann passiert sein? Erstens, logischerweise, starker Handel. Und starker Handel bedeutet immer Käufer und Verkäufer. Nicht nur Käufer, sondern immer Käufer und Verkäufer. Und damit ist es sehr spannend. Wir können also anhand des hohen Volumens eigentlich noch gar nichts sagen. Sondern wir müssen mal gucken, wo tritt dieses Volumen in Relation zum gesamten Handelstag auf. Und jetzt kommt einfach eine grundlegende Feststellung im Markt. Eine grundlegende Situation. Volumen, Stopp, Bewegung lautet das Setup. Ich könnte aber auch sagen, Volumen führt zu Bewegung. Denn in einem Trendmarkt werden Sie immer wieder Folgendes sehen. Volumen, also Volumen geht meistens auch mit großen Kerzen einher, mit großen Bewegungen. Dann kann es durchaus mal zu kleineren Konsolidierungen kommen und dann kommt der nächste Volumenstich. Das heißt, Volumen hat an dieser Stelle auch Bewegung gestoppt, aber nicht wirklich gigantisch, nicht wirklich groß. In einem Trendmarkt wird sowas, kann es sogar sein, so wie hier auch, dass zwei, drei Volumenkerzen und die dann auch zum Teil sehr, sehr, sehr groß sein können, hintereinander laufen. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Nicht einfach nur, weil man hohes Volumen sieht, zum Beispiel hier in einer Aufwärtsbewegung, die Shortseite einnehmen. In einem echten Trendmarkt werden Sie überrannt und zwar bis aufs Böse und zwar viel weiter, als Sie denken. Aber spannend wird es, wenn eben in Anführungsstrichen mein vermeintliches Wissen vermeintliches Wissen zum Marktteilnehmer mit ins Spiel kommt. Natürlich, kein Mensch weiß tatsächlich, wer hier den Kurs bewegt. Ich weiß nicht, wer hier zugegen ist. Steht ja nicht dran, ich bin ein großer Fong. Und ich sehe auch hier nicht irgendwo, ob da ein Fong hintersteht oder ein Algo oder ein Kurzfristhändler. Aber ich weiß, dass in großen Orders eben die Bewegungen weiterlaufen und dass die gerne auch stündlich abgerechnet werden. Und von daher war die Situation heute relativ simpel. Es gab sehr viel Bewegung, sehr schwungvolle Bewegungen im Markt und die haben immer wieder Volumen produziert, aber das Volumen, es gab dann kurze Stops, aber das war es dann auch. Und dann ging es weiter. Das war für mich das Zeichen, also ich mache da unter Umständen, wenn ich das erste Mal so etwas sehe, gar nichts, sondern ich gucke erstmal, was macht der Markt? Wenn wir keine große Order haben, dann sollte er stehen bleiben und sollte ordentlich korrigieren. Wenn ich Pech habe, sehe ich das erste Mal, wenn ich nach Markt, also vorsichtig, um 9 Uhr im DAX und zur Eröffnung im Dow ist immer Volumen drin. Da pfeifen Sie drauf. Sie müssen schon warten, bis sich eine gewisse Tendenz so ein bisschen etabliert hat. Und wenn dann Volumen kommt, dann wissen wir hier zum Beispiel nicht genau, ist das jetzt Volumen, weil es das Ende einer Bewegung ist oder läuft da eine Order. Sondern da muss man erstmal abwarten, wie der Markt reagiert. Und dann kann man sehen, aha, das geht weiter. Okay, da ist eine Order drin. Und dann kann man wiederum gucken, wann kam die Order, wie läuft die Order durch, welche Uhrzeit haben wir. Und das war heute tatsächlich so. Ich habe den DAX auch mal mitgebracht und dann sehen Sie das auch sehr, sehr schön. Dort, wie gesagt, das geht im US-Markt hier auch, aber im DAX kann ich den Trade ein bisschen besser begleiten.
Sie sehen es ja auch hier, Order Stop Volumen, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich wollte das an der Situation im DAX kurz erklären. Der DAX ist natürlich ein sehr großer Index. Wie gesagt, Sie können ja aber auch den den Mini nutzen. Der geht natürlich auch. Gibt ja da auch mittlerweile einen kleinen Bruder von. Und ja, jetzt wollte ich eigentlich den Kurs haben, sollte er laden. Genau. Und das war, wie gesagt, heute um kurz nach 11. Und Sie sehen das hier unten in den Bewegungen. Ich will es nur ansatzweise zeigen. Das war die Eröffnungsphase. So, hier gab es den ersten Push mit großem Volumen. Ausbruch nach oben. Alles klar, was machen wir? Wir laufen weiter. Wir kommen nicht mal ansatzweise zurück. Alles klar, da könnte eine Order laufen. Muss nicht, aber könnte. Nächste Mal Volumen. Weiter, weiter, weiter. So, 10 Uhr zu Ende. Der Markt bleibt stehen. Er bleibt übrigens wiederum stehen. Sie sehen hier meine Maus und Sie sehen, unten ist immer das Volumen gehighlightet. Sie sehen also auch wieder ein relativ großes Volumen, aber es ist nicht das größte Volumen und vor allem nicht deutlich größer als alles andere. Da Stunde zu Ende, Markt läuft weiter, kommt nach unten nicht durch. Da läuft eventuell etwas mehr als nur eine Order. Hab das also nicht gehandelt, sondern habe gesagt, okay, wir warten mal ab, das könnte noch weiter bullisch laufen. Dann hat sich das hier schon abgezeichnet. Warum? Weil wir hier zwar gefallen sind, aber da ist nach unten nicht viel passiert. Da gab es keinen volatilen Kurseinbruch, sondern es war schleppend, es war korrektiv. Es war zwar bärisch, aber korrektiv. Ergo sah ganz gut aus, dass wir hier noch eine Order laufen haben, die nochmal in den Markt läuft. So, dann kommt hier, Sie sehen es, nächster Push, diese Kerze, mega krasses Volumen. Nach unten, nach oben. Weit mehr als doppelt so groß wie sonst im Durchschnitt. Saustark. Und der Markt bleibt weiter. Und hier kommt er wieder in Stocken. Den Bereich, da habe ich das erste Mal gedacht, na, guck mal auf die Uhrzeit. Naja, 10.45 Uhr. Das ist noch nicht ganz um. Ich glaube, der ist noch nicht fertig. Aber das könnte so ein bisschen das Ende der Bewegung sein. Natürlich weiß ich das nicht. Und habe gesagt, okay, ich warte mal ab. Und dann kam hier wieder nur eine kleine Konsolidierung. Habe ich gesagt, okay, das sieht tatsächlich immer noch so aus, als wenn dort, ja, zumindest der Käufer noch nicht komplett fertig ist. Und dann 11 Uhr um, der Markt paar Minuten später macht nochmal eine mega große Kerze. Wir testen nochmal, ob Volumen da ist. Ja, es ist Volumen da. Und wir sehen das. Die anderen Kerzen gingen immer noch. Die Kerzenkörper waren zum Teil relativ groß. Und hier auf dem Tageshoch kommt es nach mehreren, hier Volumenspitzen, hier Volumenspitzen. Nach mehreren Volumenspitzen, angefangen hat hier, kommt eine leichte Reversal-Kerze. Und das war für mich der Startpunkt, wo ich gesagt habe, jetzt könnte der DAX sein Tageshoch erst einmal gesehen haben. Ob das später nochmal mit dem US-Markt und so weiter getoppt wird, sei dahingestellt. Ich will ja nicht eine mega große Position handeln, beziehungsweise mega Move handeln, sondern ich bin tatsächlich hier auch just in dem Moment genau am Schlusskurs dieser Kerze short gegangen und ich habe die Position in der Spitze bis zu dieser Phase gehalten. Das war meine Ausstiegsphase. Und das habe ich, der Stopp, den ich hier hatte, der lag, ich glaube, 15 Punkte, das bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, lag er über dem Hoch, weil ich gesagt habe, okay, eigentlich sollten wir mittlerweile am Ende sein, Stunde ist um, wenn da jetzt nochmal nach oben was passiert, dann möchte ich erstmal raus. 10 bis 15 Punkte. Also 10 waren es nicht, ich glaube, 13 Punkte, 14 Punkte, irgendwo so in dem Dreh. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das Problem, und das ist tatsächlich das Problem bei diesem Setup, dass ich die Stops da jetzt nicht sage, genau auf dem Kerzenhoch, weil das stimmt nicht. Sie sehen hier, das war die Volumenkerze. Wenn ich das genau da drüber setze, werde ich zu oft ausgestoppt. Hier geht es so ein bisschen, ja, ein Stück drüber, aber auch nicht zu weit drüber. Fragen Sie mich bitte nicht, was ich darunter genau verstehe. Das hängt von der Situation, es hängt von der Vola ab, vom Gesamtgeschehen. Und das war im Grunde das Setup. Manchmal gehe, wenn ich mir nicht sicher bin bei diesem Setup, aber es gerne handeln möchte, gerade wenn es so am Tageshoch oder Tagestief passiert, was für mich auch immer recht wichtig ist, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob, also hier hatte ich ja das erste Mal überlegt. In diesem Fall habe ich gesagt, ich riskiere es zu warten, ich will es nicht handeln. War mehr oder minder, muss man sagen, Zufall. Hätte auch hier schon nach unten gehen können. Hätte. Aber wenn ich mir jetzt, wenn ich das nicht verpassen will nach unten, dann teile ich Positionen auch in ein, zwei oder drei gleich große Teile. Und dann begehe ich hier meine erste Position ein,
hier meine zweite und je nachdem dann eventuell die dritte, zu der kommt es dann unter Umständen nicht mehr, weil der Markt nach unten durchläuft. Also auch hier ein sehr, in Anführungsstrichen, simples Setup. Sie brauchen nicht unbedingt irgendwelche Zusatztools. Man sieht das Ganze auch an den Volumenkerzen. Das sieht man natürlich dann auch an den Volumenkerzen, um dann nochmal zurückzukommen auf den DAO. Das wollte ich ja noch erklären, weil da kann man das Ganze natürlich ebenfalls machen. Wie gesagt, man muss natürlich immer die grundlegenden Ideen auch ein bisschen anpassen. Wenn wir uns das anschauen, kann ich das natürlich hier auch sehen. Und was hatte ich jetzt offen? Muss ich gucken. So, jetzt haben wir hier den DAO. Das andere war gar nicht der DAO. Bin ich blind oder hat der Kurs, habe ich den Kurs stehen lassen? Ach so, hier, nee, der Kurs stand. Zweimal Stoppvolumen. Was war vorher auf? War es der Mini, der Micro? Oder war es der Nasdaq? Ich weiß es gar nicht mehr. Zumindest war es ein anderes Chartbild. War der Nasdaq. Sagt auch keiner was. Vorher war der Nasdaq. Danke, Alex. Sagt auch keiner was. Ich sah, hier, rede hier immer vom DAO. Muss ich irgendwann mal dazwischen geklickt haben, weil eigentlich wollte ich den DAO aufmachen. Dann war der Nasdaq auf. Also, Asche auf mein Haupt. 50 Minuten so ein bisschen über den DAO geredet und man hat immer nur den Nasdaq gesehen. Also, ernsthaft. Übertragen wir alles auf den Nasdaq. Bringt aber auch keinen Abbruch. Sie sehen, super cooles Setup, Markt läuft, Setup hat generiert. Wo könnte man jetzt hinfallen? Man könnte, wenn der Markt läuft, in die alte Konsolidierungszone reinfallen. Das heißt, hier ist am Hoch dieser Bewegungsstruktur nochmal ein bisschen aufpassen. Da könnte man sich noch stabilisieren, denn seit dem Tief haben wir ja die Aufwärtstendenz. Ich würde hier also einen Teilgewinn mitnehmen, kann nicht schaden. Und dann, ja, vielleicht hier im Bereich um 50, 47,5 kommt dann entsprechend dort die Volatilität, beziehungsweise kommt dann auch das Ziel rein. Warum? Weil in diesem Preisbereich dürfte eine Menge Volumen liegen. Das ist wahrscheinlich im Volumenprofil auch ein Punkt, der dort relativ markant ist und so, dass das ein mögliches Ziel darstellt. Wenn ich jetzt hier oben tatsächlich schon an dem Punkt oder an einem der roten Kerzen gekauft hätte, in diesem Falle Short, also Short gegangen wäre, dann würde ich jetzt definitiv den Stopp auf einen Stand nachziehen. Also leicht im Plus, weil ich sage, nee, da bin ich gut mit drinne, schöner Einstieg, hat super cool gepasst, den will ich nicht mehr riskieren, Teilausstieg auch raus und jetzt läuft der Markt hoffentlich noch ein bisschen weiter in Richtung Süden, um ein gutes CRV zu bekommen und vielleicht noch ein bisschen was rausschneiden zu können. Also auch hier ein Setup, so ein bisschen im Swing-Trading-Stil mit der Option, dort ein bisschen was zu reißen, ein bisschen was zu geben. Manchmal gelingt das Ganze, nutze ich das Ganze auch im Scalping-Stil, weil wie gesagt, das Volumen-Stopp-Bewegung sieht man halt sehr häufig. Die Frage, also sieht man eigentlich fast immer. Die Frage ist halt nur, stoppt er das erstmal so wie das hier oder stoppt er das so wie das hier? Und also das ist so ein bisschen das Problem dabei. Und von daher im Swing-Ansatz mit einem CRV-Trading ist es ein bisschen besser, ist es angenehmer, nicht angenehmer, weil das funktioniert natürlich nicht immer ganz so oft, aber es ist strategisch besser, als wenn man da zu aggressiv vorgeht. Insofern, ja, eigentlich eher tatsächlich auch als Swing-Ansatz gedacht und als Swing-Ansatz genutzt. Das reine Scalp-Trading, das, was ich auch am liebsten betreibe, wenn Volatilität da ist, das macht an diesem Rahmen jetzt keinen Sinn zu erklären. Das ist wirklich der Versuch, nur mal so ein bisschen gesprochen, wenn Vola da ist, hier solche kleinen Bewegungen. Im Nasdaq jetzt, wenn wir schon dabei sind, ja, vielleicht 0,5, 0,75, ein Punkt mitzunehmen, zwei Punkte mitnehmen, Entschuldigung, zwei Punkte, 2,5, drei Punkte, vier Punkte, das reicht dann schon. Also da ist ja, da will ich nicht unbedingt, also da will ich kleine Strecken halten, aber da muss man auch sein, das ist mir am liebsten, solche Moves, solche Dynamik-Moves, aber dummerweise, wenn die Vola nicht da ist, dann sieht man halt ständig solch ein Rumgeeiere. Und das finde ich nervig. Warum finde ich das nervig? Ganz einfach, weil die CRVs nicht stimmen. Weil egal, wie man es dreht und wendet, man muss immer irgendwo einen Stopp haben, man muss sich immer irgendwo absichern und beim Stopp kommt immer das Spread dazu. Und der Spread ist halt im Nasdaq mindestens 0,25 Punkte. Und wenn Sie nur auf einen Punkt, weil die Bewegungsspanne nicht so groß ist, nur ein oder zwei Punkte Potenzial sehen, dann ist es problematisch, wenn Sie dann auf einmal, also nehmen wir mal das einfache Beispiel, Sie haben ursprünglich einen 3-Punkte-Stopp und erwarten daraus 6 Punkte Gewinn, 6 Punkte Bewegung.
3 Punkte Stopp, 6 Punkte Bewegung. 3 Punkte Stopp heißt, dass Sie im Grunde, weil Sie ja noch den Spread mit abziehen müssen, den addieren müssen beim Stopp. Das heißt, Sie haben 3,25 Punkte Stopp. Beim Ziel müssen Sie es runterrechnen. Das heißt, von den 6 Punkten gehen noch mindestens 0,5 Punkte ab. Das heißt, es bleiben 5,75 Punkte übrig. Die Relation, Sie sehen also, beim Stopp kommt der Spread dazu, beim Gewinn wird er abgezogen. Und jetzt können Sie die Relationen dazu, das wollte ich Ihnen kurz zeigen, warum es bei zu geringer Volatilität problematisch ist zu handeln. Und zwar, wenn Sie jetzt das beides teilen, dann war es 5,75 durch 3,25. Und Sie sehen, das CFV ist 1,76. Bitte schon dran denken. 1,77. Vorher, rein mathematisch, rein vom Verlauf her, ist das CRV 2:1. 3 Punkte gegen 6 Punkte. Aber die Kosten, weil sie doppelt zählen, reduzieren das CRV schon. So, jetzt haben wir die gleiche Struktur. Das Bild sieht genauso aus wie das hier, nur eben viel kleinere Bewegung. So, und jetzt nehmen wir mal die gleiche Relation. Nehmen wir einfach mal 2. Also, Bewegungsstruktur ist nur noch 2:4. Von der Struktur, von der Bewegung her ist es das gleiche CRV. 2 Punkte Risiko gegen 4 Punkte Gewinn. CRV von 2:1. Dadurch, dass wir den Spread hier addieren, kommen wir auf 2,25. Und hier kommen wir auf 0,25 Punkte weniger, also auf 3,75. So. Und jetzt dividieren wir das beides mal wieder. Dann sind das 3,75 durch 2,25 und dann sehen Sie, das CRV sinkt nochmal auf 1,66. Und jetzt können Sie sich vorstellen, wenn man dieses Spiel weiter nach unten skaliert, dass irgendwann das CRV so bescheiden wird, dass es sich einfach nicht mehr lohnt zu handeln. Und deswegen ist das Scalping vor allen Dingen dann cool, wenn es eine große Volatilität da ist. Klar, dann ist aber dummerweise auch die Slippage manchmal ein bisschen größer, aber es ist trotzdem einfacher für mich, zumindest für mich. Ja, soweit zu meinem Kurzfrist-Trading. Wir haben tatsächlich eine Stunde geschafft, wirklich zwei Setups ein bisschen vorzustellen, diese Setups auch in meine Trading-Struktur einzubetten, Ihnen auch nochmal zu zeigen, worauf es dabei ankommt, dass Sie das nicht als System verstehen sollten und sollen. Ich überschlage kurz auch nochmal die Fragen, ob da noch was ist. Future passt sich doch immer wieder dem Index an. Wie passiert das? Rudi fragt das. Es wird nicht erklärt. Es ist Arbitrage. Stichwort Arbitrage. Ganz einfach. Der Future berechtigt Sie sich, ich erkläre es ganz kurz. Der Future berechtigt Sie dazu, zum Verfallstermin den Index zu kaufen. Ich formuliere es sehr einfach formuliert. Das heißt, zum Verfallstermin haben Future und Index immer den gleichen Preis. Und jetzt werden Sie feststellen, der Future kann vor dem Verfallstermin ja einen höheren oder tieferen Preis haben. Nehmen wir mal ein ganz einfaches Beispiel, 7.800 zu 7.900. So, nehmen wir mal normale Beispiel, das ist der Future, das haben wir momentan nicht, das ist der Index. Warum ist der Future 100 Punkte teurer? Ganz einfach, weil bis zum Verfallstermin sind noch 3 Monate. 3 Monate haben Sie, bildlich gesprochen, Lagerkosten. Das sind Finanzierungskosten, all so ein Kram. Deshalb ist der teurer. So, wenn Sie aber am Verfallstermin sind, haben Sie keine Lagerkosten mehr. So, jetzt stellen Sie sich vor, exakt die Lagerkosten, Ihre Lagerkosten betragen genau 100 Punkte bis zum Verfallstermin. Was machen Sie? Jetzt gibt es im Future überhaupt keinen Trader. Da wird gar nicht gehandelt. Der Kurs steht. Der Future-Kurs bewegt sich nur durch Angebot und Nachfrage. Wenn keiner was haben will, steht der Kurs. Und jetzt passiert Folgendes. Der Index wird verkauft. Der Index wird gekauft. Es wird irgendein Fonds kauft Nasdaq-Aktien. Das hat ja mit dem Future nichts zu tun, sondern mit den Aktien. Dann steigt der Future sprunghaft auf 7.850. Dann sagen Sie, Moment mal, das geht nicht. Die Finanzierungskosten sind viel, viel höher als nur $50. Oder 50 Punkte. Das ist zu wenig. Ich weiß, am Ende werden diese Finanzierungskosten im Markt eingepreist und das bedeutet an dieser Stelle, dass Sie sagen, 50 Punkte
könnten Sie risikolosen Gewinn eintragen, weil die Differenz muss in etwa 100 Punkte betragen, weil das sind die Finanzierungskosten, Marktzinsen und so weiter. Es ist fest vorgegeben, ist einfach so. Die variieren manchmal von Brokerhaus zu Brokerhaus, aber das ist so. Und dann sagen Sie, ja, ist ja cool, ist der hier ist zu teuer, beziehungsweise, jetzt muss ich überlegen, der hier ist zu günstig. Und dann, das heißt, Sie shorten, ist Blödsinn. Sie kaufen den Index und verkaufen den. Und dadurch nähern sich, jetzt habe ich falsch rum gedacht, spät heute Abend, in der Arbitrage, die Preisdifferenz ist zu klein, die muss größer sein. Das heißt, Sie werden den hier kaufen und den hier quasi verkaufen. Und dann können Sie diese Punkte einheimsen. Über die Arbitrage hängt das zusammen. Ich hoffe, ich habe jetzt heute Abend nicht zu völlig was Falsches erzählt. Bin jetzt auch überrascht von der Frage. Kann man mich gerne korrigieren. Aber im Grunde geht es darum, über Finanzierungskosten, Haltekosten, Lagerkosten stehen Future und Index in einem festen Verhältnis zueinander. Wenn diese Differenz auseinanderdriftet, dann kann der Arbitrageur, habe ich ja vorhin bei den Marktteilnehmern genannt, risikolose Gewinne einstreichen. Und das heißt, er wird den einen kaufen und den anderen verkaufen. Und das führt dazu, dass sich die Preise wieder auf das richtige Maß bewegen. Und dadurch hängen die beide zusammen und dadurch können die sich nicht unendlich weit entfernen. Weil die, jetzt habe ich einen Sprung von 50 Punkten unterstellt. In der Realität ist der Sprung natürlich viel, viel kleiner. Das geht schon bei 1, 2 Punkten los. Gut, da haben wir jetzt nochmal eine Spezialfrage beantwortet. Es sind auch noch eine ganze Menge Fragen offen. Ich schaffe es aber tatsächlich nicht, die zu beantworten. Aber Sie können mich ja gerne auch nochmal auf Börse Go oder Gottmotreder in meinen Desktops und Co. besuchen oder in meiner Ausbildung. Das sei mir vielleicht noch abschließend erlaubt, das zu erwähnen. Ich coache ja auch und von daher kann man sich da natürlich auch noch intensiver austauschen. Meine E-Mail-Adresse ist rene.bertheit@börse-go.de. Da können Sie mich natürlich auch nochmal erreichen. Ich gebe die kurz weiter und mir nochmal Fragen stellen. Wie gesagt, ich würde jetzt, oder kurze Infos, ich kann natürlich in so einem per Mail jetzt nicht hier 1000 Fragen beantworten. Das geht nicht, aber ich denke, Sie wissen, wie ich das meine. Mir hat die Reihe sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mich gefreut, hier sein zu dürfen. Danke auch nochmal an euch, Philipp. Wie gesagt, mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke vor allem natürlich auch Ihnen als Zuhörer, Zuschauer, dass Sie dabei waren und wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen, möchte mich dann auch verabschieden und übergebe quasi auch zurück an den Philipp. Ja, vielen Dank auch René an der Stelle für heute und natürlich auch für die letzten Webinare. Wir haben viel Interessantes gehört. Ich denke, heute auch wieder. Ich sehe hier auch direkt noch eine Frage, ob es eine Aufzeichnung geben wird. Das kann ich bejahen. Also das Webinar gerade jetzt wurde oder wird aktuell noch aufgezeichnet. Die Aufzeichnung selber finden Sie dann auch in den kommenden Tagen über unsere Webseite. Im Wissensbereich finden Sie ja alle Aufzeichnungen der bereits abgehaltenen Webinare, also dieses hier heute, auch wenn Sie sich das Ganze dann nochmal anschauen möchten. Ansonsten, ja, verbleibt mir dann auch noch einmal ein herzliches Dankeschön an der Stelle auszurichten für die rege Teilnahme heute und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Donnerstagabend.